So, ich habe übrigens hier aufgerüstet. Erstmal zum Wohl. Yes. Funktioniert noch? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Yes! Willkommen, willkommen. Heute gibt es hier aber was Feines von Snack Insects. Wir müssen uns ja alle ein bisschen umstellen hier. Auch, also nicht nur an der Tankstelle, auch am Kiosk, auch am Imbiss, meine ich. Mhm. Also wird knapp, außer Insekten. Die sind immer da. Ja. So, was haben wir hier? Bugbreak, Energieriegel, geröstete Buffalo-Würmer mit Sesam und Mandeln. Ja. Über 2 Milliarden Menschen essen Insekten. Und du? Fragezeichen. Ja, also wir anscheinend schon. Ja, machen wir es mal auf. Machen wir es mal auf. Ne? Also ich würde das jetzt nicht täglich essen, aber. Ja, weißt du nicht. Probier doch mal. Alter. Guck mal her, ich muss mal eine Kamera nehmen. Mmh. Oh. Guck mal, Fischi. Ja. Da sind die Tatsachen mit drin. Das wird ja. Das ist voller Würmer. Das wird schon ein bisschen mehr bringen an Eiweiß als die Schokolade, nehme ich an. Ja, definitiv. Wie wir am letzten Video getestet haben übrigens. 15 Gramm. Ja. Naja, sieht auf jeden Fall gesund aus. Nicht gerade appetitlich, aber gesund. Na dann. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja. Ganz schön staubig. Ja. Stimmt wohl, ist ein bisschen trocken, aber. Ja. Honig ist auch mit drin, so wie ich das gerade mitkriege. Ja, die müssen das irgendwie zusammenhalten, das ganze Gelumpe. Ja, Glucose, Fructose. Ja, aber jetzt eigentlich ja nicht so. Ja, so schlecht ist. So schlecht ist das nicht, ja? Aber außer dass das trocken ist wie. Also ich würde sagen 3 von 5. Ja, 3 von 5 Sterne. Das war jetzt mit so das Leckerste, in Anführungsstrichen. Das ist ja das Beste, gut oder das Beste gewesen sein. Ja. Im nächsten Video gibt es ja noch einen Lutscher. Und auf den bin ich auch mal gespannt. Also für den Riegel, Yeah, baby! Sehr gut. Kann man wirklich mal probieren. Ja, sehr gut. Gut. Link dazu hier unter dem Video in der Beschreibung. Genauso wie zu diesem wunderschönen Sticker hier, ja. Und genau, im nächsten Video gibt es da einen Lutscher. Bis zum nächsten Mal. Jo. Macht's gut. Bis demnächst.